Hi, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollte ich ganz gerne die Frühlings-Sommer-Modetrends durchgehen, für 2019 selbstverständlich. Und was ich an Modetrends immer sehr spannend finde und weshalb ich diese Videos so sehr gerne mache, ist, dass ich einfach so gespannt bin, welche Möglichkeiten wir dann dieses Jahr so alles haben. Es gibt ja schwachsinnige Trends, also Trends, die wirklich wenig Sinn machen, aber die vielleicht auch einfach nur Spaß machen. Und da ist ja für jeden Menschen etwas dabei. Jeder lebt sich ja in Sachen Mode ein kleines bisschen unterschiedlich aus. Aber es gibt ja auch Trends, die absolut Sinn machen, für die ich einfach nur so tierisch dankbar bin. Denn sobald irgendein sinnvoller Trend da ist, gibt es einfach mehr Auswahl auf dem Markt, was dieses Kleidungsstück angeht. So wie später zum Beispiel, wenn ich dann über die Leinenkleider sprechen werde, dann bin ich einfach so dankbar, dass es dann eine größere Schnittauswahl gibt. Und vor allem, wenn ihr dann auch eine Capsule Wardrobe führt, so wie ich auch, dann ist es ja immer wieder spannend, so die Saison so ein bisschen zu beobachten und zu gucken, was gibt es so, worin kann ich mich jetzt im Frühling, Sommer ein bisschen stärker ausleben. Und wie immer habe ich eine Pinterest-Pinnwand dazu angelegt und ich dachte, wir gehen die Pinterest-Pinnwand heute mal gemeinsam durch. Ich habe ja Beispiele gefunden für die einzelnen Trends, die ich mir rausgesucht habe. Es gab dieses Jahr, beziehungsweise für den Frühling, Sommer, gab es wirklich sehr, sehr viele Trends zur Auswahl. Und ich habe für mich die schönsten rausgesucht, von denen ich glaube, dass sie interessant sein könnten. Der allererste Trend, den ich rausgesucht habe, sind die Animal Prints. Und ich habe zwei rausgesucht. Das wäre zum einen Leoprint und zum anderen Snakeprint. Und ich war früher schon ziemlich abgeneigt von diesem Trend, weil es ja schon irgendwie ja, ziemlich speziell aussehen kann. Aber ich habe das so für mich entdeckt, gerade auch den Snakeprint, den ich später zeigen möchte. Leoprint ist etwas, was wirklich trotzdem unheimlich vielseitig einsetzbar ist. Ich habe ganz viele Röcke gesehen in Leoprint, weiter oben hier beispielsweise auch. Und wie Leoprint auch gestylt werden kann, das ist auch total spannend, dass das Ganze hoch und runter gestylt werden kann, wie aus diesem Beispiel hier, ganz am Anfang mit dem Pullover und einfach den Converse. Dann kriegt das Ganze so einen richtig, richtig casual Touch. Und so einfach, als hätte man in den Kleiderschrank gegriffen und einfach so ein paar Teile rausgeholt, hätte sich nicht viel Gedanken drüber gemacht. Ich finde das sehr, sehr spannend. Aber dann auch so diese schicke Seite von Leoprints. Gerade wenn man den Leoprint dann auch so zu klassischen Kleidungsstücken kombiniert, kann das Ganze so richtig schick aussehen. Also da wird die schicke, sehr modische Seite von dem Leoprint richtig betont. Und bei dem Snakeprint gab es auch wunderschöne Optionen. Mantel beispielsweise, auch hier. Eigentlich ziemlich zurückgelehnt gestylt mit der blauen Jeans und dem weißen T-Shirt, wirkt aber trotzdem so unheimlich modisch. Und ich finde, dass der Snakeprint auch sehr neutral eingesetzt werden kann. Gerade wenn man von der Farbe her schwarz-weiß bleibt und man jetzt nicht irgendwie so ein buntes Snakeprint aussucht, kann das Ganze sehr neutral gehalten werden. Und es kommt immer darauf an, zu welchen Teilen man das Ganze kombiniert. Ich bin ja ein riesen Fan davon, Snakeprints als Schuhe zu stylen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch Geschmackssache, viele schrecken davor zurück, aber ich finde, das kann sehr neutral aussehen und trotzdem noch sehr, sehr funktionieren. Es ist noch zurückgelehnt genug, zurückhaltend genug, ist jetzt nicht so stark vordergründig. Aber was ich auch interessant fand, ist der Mustermix. Mustermix ist auch dieses Jahr ein Trend und man kann ihn in unterschiedlichsten Varianten ausleben. Mustermix kann man natürlich auch bunt machen, man kann die unterschiedlichsten floralen Karo-Muster miteinander mischen. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch das Video, was ich dazu schon einmal gemacht habe, auch gerne angucken. Das verlinke ich euch hier oben einmal. Aber das hier ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Prints auch miteinander mischen kann. Wir haben hier den Snake-Print und ein Karo. Und weil das Ganze eine sehr extrem ähnliche Farbfamilie ist und auch von der Größe her das Muster sehr ähnlich ist, funktioniert das sehr harmonisch und ist einfach zurückhaltend genug. Das ist jetzt nicht so heftig auffällig, wie so sehr viele Printmixe ja dann letztendlich sind. Was ich auch interessant fand, ist dieses Beispiel hier vorne. Es kommt wirklich ganz darauf an, wie man die Teile miteinander kombiniert. Zieht man so ein Snakeprint, so eine Snakeprint-Bluse, sage ich mal, zu einer Jeans an, zu einem Blazer, kriegt das Ganze schon wieder so einen Casual-Touch und es muss nicht gleich übertrieben modisch aussehen. Versteht ihr, was ich meine? Kleider gab es auch sehr viele in dem Print. Und dazu werde ich auch gleich nochmal kommen, was die Kleider angeht dieses Jahr, was so alles auf uns zukommt.
Der nächste Trend für dieses Jahr ist der Häkeltrend und alles, was so ein bisschen in Richtung Boho geht, Federn und Fransen auch immer noch, aber ich habe mir jetzt den Häkeltrend im Speziellen rausgesucht und ich finde ihn gerade so für den Sommer sehr, sehr spannend. Natürlich hat man dann da auch immer die obligatorischen Häkel-Bikinis, Häkel-Badeanzüge. Das ist natürlich alles, alles Geschmackssache. Aber da finde ich, ist das besonders sympathisch und hübsch. Aber natürlich hat man dann da auch die Häkelkleider. Ich habe ein paar auf Zalando gefunden, die momentan auch noch zu haben sind, die ich super, super schön finde. Gerade weil dieser Häkeltrend genug Spannung reinbringt. Zum Beispiel hier. Es passiert sehr, sehr viel am Outfit, ohne dass man mit Farbe arbeiten muss oder mit vielen Farbkombinationen arbeiten muss. Es ist nicht dieser flache Stoff, sondern gerade weil wir dieses Häkelmuster drin haben und vielleicht sogar unterschiedliche Häkelmuster in einem Outfit drin haben, so wie jetzt in diesem Kleid, hat man dann so eine Dynamik und Dreidimensionalität und auch schon Tiefe, das absolut ausreicht, einfarbig zu gehen. Ein weiterer Modetrend für 2019, jetzt im Frühling, Sommer, sind auch hochgeschlossene Kleider. Und ich finde, hochgeschlossene Kleider, die haben schon etwas sehr, sehr Schickes an sich. Ich weiß nicht, was das ist, aber es hat etwas Passgenaues, etwas Adrettes, etwas Schickes an sich. Und natürlich kommt es darauf an, was für Materialien das letztendlich sind und wie der Schnitt des Kleidungsstücks sonst so ist. Weil hier haben wir beispielsweise einen ziemlich geradlinigen Schnitt, sehr, sehr klassisch gehalten, versus jetzt so etwas, was ja sehr flowy, fließend ist und auch ziemlich breit geschnitten ist. Da hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man diesen Trend mitnehmen möchte, würde ich einfach die Augen offen halten nach den Schnitten, die einem gefallen. Ich würde nur ein bisschen aufpassen bei diesem Trend, was so die Proportionen angeht. Also wenn euch das wichtig ist, auszugleichen, figurtypenmäßig auszugleichen, wenn ihr wisst, ihr habt einen kurzen Hals, ihr habt vielleicht viel Brust, dass ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese hochgeschlossenen Kleider einfach offen zu tragen. Manchmal hat man ja einen Stehkragen, da will ich auch gleich dazu kommen, weil das ist ja eigentlich ein Trend, der dann so sehr angelehnt ist an die hochgeschlossenen Kleider, sind die Stehkragen. Und da hat man ja häufiger die Möglichkeit, dass man den Kragen einfach offen lässt und man halt dieses V nach unten hin hat. Das tut der Figur ein bisschen besser, gerade wenn man viel Brust hat, dann da einfach diese Linie und Spitze nach unten zu haben. Das tut es dem Ganzen ein bisschen besser. Und wenn ihr zum Beispiel auch einen kurzen Hals habt, so wie ich, mein Hals ist relativ kurz, auch mir tun eigentlich Kleidungsstücke, die so ein bisschen offener und ein V nach unten haben, besser. Aber das muss einem auch nicht wichtig sein. Ich trage auch ganz häufig meine Seidentücher so einfach um den Kopf, dann sieht man halt ein bisschen gestauchter aus. Das ist aber Geschmackssache. Genau, hochgeschlossene Kleider hat man da auch da unheimlich viel Auswahl. Zum Beispiel auch sehr viele passgenaue Kleidungsstücke, Bodycon-Dresses. Das ist natürlich Geschmackssache, zu welchen Teilen man dann greifen möchte. Man hat auch da auch wieder etwas breiter geschnittene Teile aus etwas leichteren Materialien. Schaut einfach mal und haltet die Augen offen. Und das, was ich gerade eben auch erzählt habe, Stehkragen ist auch ein weiterer Trend. Der geht eins zu eins mit den hochgeschlossenen Kleidern eigentlich. Und auch da würde ich einfach schauen, wenn ihr einen kurzen Hals habt oder viel Brust. Wenn euch das wichtig ist, dann könnt ihr ausgleichen, indem ihr diesen Stehkragen einfach offen lässt oder auch nicht. Wenn ihr wirklich, so wie hier beispielsweise, das Ganze super, super schick stylen wollt. Und ich finde auch, sowas Geschlossenes hat etwas Adrettes, hat so ein bisschen was Schickes, Modisches an sich, kann man natürlich auch ausleben. Genau, hier Stehkragen offen. So, und dann kommen wir auch schon zu einem meiner Lieblingstrends, die jetzt kommen werden und die große, große Hoffnung, die ich habe, dass wir da einfach viel, viel Auswahl haben werden, die unterschiedlichsten Schnitte. Das sind die Leinenkleider. Und Leinen macht absolut Sinn, finde ich auch jetzt als Trend. Denn Leinen im Sommer, Frühling, Sommer, je nachdem wie warm es dann ja schon ist, die sind einfach so perfekt zu tragen, weil Leinen sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das heißt, wenn man im Sommer viel schwitzt, dann klebt das alles nicht so an einem, sondern die Faser, die nimmt diese Feuchtigkeit auf. Und es gibt eine Luftzirkulation. Also die Luft kann, es ist luftdurchlässig, die kann wandern. Und gerade je nachdem wie breit oder eng das Teil geschnitten ist, tut es einfach nur unheimlich gut, Leinen zu tragen. Schaut mal hier, also das sind die typischen Leinenkleiderbeispiele, die ich so rausgesucht habe. Gerade so etwas mit einer Knopfleiste, die bis ganz nach unten hindurch läuft, tut vielen Figurtypen ganz gut, einmal diese Linie nach unten zu haben, wenn ihr so ein bisschen breiter, ein bisschen kurviger seid. Dann ist es einfach ein Schnitt, der sehr, sehr gut tut.
Gegenüber so etwas, was sehr, sehr geradlinig geschnitten ist und keine Taille hat, sowas steht Menschen eher, die einfach sehr, sehr schlank sind. Aber auch da wieder, ihr könnt euch ausleben, wonach euch ist. Zieht einfach das an, worin ihr euch wohlfühlt. Ihr müsst nicht ausgleichen. Ich wollte nur den Tipp geben. Und auch das da. Auch da mal wieder eine Knopfleiste bis nach unten hin mit einem schönen Print. Ich habe wirklich die sehr, sehr große Hoffnung, dass wir da einfach ein bisschen mehr Auswahl haben werden. Und auch stilmäßig sind ja, wie ihr hier gesehen habt, hier kann man so ein bisschen monochrom unterwegs sein, minimalistisch unterwegs sein oder eben so ein bisschen ausgefallener. Ich bin ganz gespannt, was so alles zu haben sein wird. Und dann haben wir auch schon den Trend Rüschen und Volants. Und das ist ja wirklich nicht für jedermann etwas. Es hat ja sowas Romantisches, sowas sehr Weibliches an sich. Man kann mit Rüschen und Volants sehr, sehr viel ausrichten. Gerade weil sie sehr viel plötzlich Masse hinzufügen, kann man kleine Schultern, schmale Schultern ein bisschen breiter erscheinen lassen. So wie hier in diesem Beispiel werden die Schultern plötzlich ganz, ganz breit. Wenn ihr wenig Brust habt, das ist ja auch so ein Tipp, den ich letztes Jahr gegeben habe, ist das auch eine schöne Möglichkeit, ein Bikini auszusuchen, wo die Rüschen am Bikini-Oberteil entlanglaufen. Das tut da einfach ein bisschen mehr Fülle hinzu, falls ihr das möchtet, falls ihr das mögt. Und ich finde auch komischerweise, dass, nicht komischerweise, sondern ich finde auch, dass Rüschen und Volants, so wie in diesem Beispiel, einem Outfit, das sehr schick und fast schon nach Business aussieht, ein bisschen mehr Weichheit zu verleihen und ein bisschen mehr Weiblichkeit zu verleihen. Es ist halt schon ein Trend, der ziemlich weiblich und weich ist. Und daran kann man sich ja natürlich total ausleben. Und der letzte Trend, den ich euch vorstellen wollte, sind die Acid Jeans. Das sind einfach Hosen, die sehr ausgewaschen sind und sehr, sehr hell sind. Und ich bin der allergrößte Fan, im Sommer hellere Jeans zu tragen und im Winter die etwas dunkleren Jeans. Natürlich kann man auch die hellen Sachen im Winter tragen, wenn man mag. Aber ich finde, helle Jeans, gerade so wie diese Acid Jeans, die bieten sich im Sommer einfach unheimlich gut an. Weil ich würde schon behaupten, dass man im Sommer eher dazu neigt, helle Sachen zu tragen, vielleicht ein bisschen buntere Sachen zu tragen. Und da passen einfach so ein bisschen hellere Jeans etwas besser dazu. Das ist Geschmackssache. Was ich auch interessant fand, ist, dass die helle Acid Jeans auch sehr, sehr gut hoch und runter gestylt werden kann. So wie beispielsweise hier mit dem Blazer, dem weißen T-Shirt und diesen etwas derberen Schuhen. Außer den Schuhen und diesem Seidentuch haben wir ja auch sonst eine eher helle Farbpalette in dem Outfit drin. Also das ist sehr, sehr schön hochgestylt und ein schönes Beispiel für casual gestylte Acid Jeans, so wie in dieser Jeansjacke zum Beispiel. Oder hier, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, die ich gefunden habe. Das ist schön casual, zurückgelehnt, ein Outfit für den Alltag. Ich liebe es. Ich liebe das einfach, weil es diese klassische Basic-Kombination ist. Jeans, T-Shirt, vielleicht noch ein paar schöne Schuhe. Auch hier wieder meine Präferenz ist Snake-Print-Schuhe. Ja, und ganz simple Teile, Sonnenbrille, Gürtel, Tasche. Also sehr simpel unterwegs. So würde ich das, glaube ich, auch am liebsten stylen. Also das waren die Modetrends für den Frühling, Sommer 2019. Ich bin gespannt, was ich davon wirklich auf dem Markt finden werde. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare unten, welche Trends ihr interessant findet, welche kommen für euch in Frage, wo werdet ihr die Augen offen halten. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt diesen Sonntag wieder und ich wünsche euch ansonsten eine wundervolle Woche und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.